Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Dienstag, dem 5. Juli. Ich grüße Sie wieder ganz herzlich zum heutigen Blick auf den Forex-Markt. Und dieser Blick verdeutlicht hier relativ stringent, dass das britische Pfund wieder mal unter Druck steht. Gut, jetzt sehen wir gerade hier wilde Spikes nach oben, sowohl beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar als auch insbesondere beim Euro, der sich hier jetzt mal gerade eben sehr, sehr steil aufmacht. Ich habe jetzt gerade den Newsflow noch nicht auf der Pfanne, aber seit 2 Minuten schießt der Euro gegenüber dem US-Dollar buchstäblich nach oben. Die Lethargie des Asia-Handels scheint so ein Stück weit verflogen. Mal sehen, was das noch wird. Letztlich wollen wir aber jetzt auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar schauen und hier mal zu Beginn uns das große Bild anschauen. Denn die große Frage, die sich hier im Raum steht, oder im Raum stellt vielmehr, ist die Frage, wo soll das nur enden? Letztlich haben wir, und dazu jetzt mal hier der Langfristchart vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar auf Monatsbasis, eine Handelskerze, jeweils ein Handelsmonat hier zurück bis in die 80er Jahre. Und was hier auffällt, ist die Marke von rund 1,40. Das hatten wir auch schon bei der Brexit-Woche genau diesen Chart schon mal hier auf der Pfanne, um Ihnen eben auch mal hier das Big Picture zu zeigen vom britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Und man sieht, dass die Zone um 1,40 hier mit den kleinen Spikes in Richtung 1,37, 1,38 auf jeden Fall immer wieder eine sehr, sehr wichtige, markante Marke war. Und dieses Level, ja, mit Verlaub, ist nunmehr hier durchbrochen worden per Monatsschlusspreis im Juni. Das britische Pfund jetzt hier im Bereich von 1,32 unterwegs. Das ist ja denkbar düster, denkbar schlecht, um ehrlich zu sein. Denn charttechnisch hat man hier jetzt mit Blick auf eben hier das große Bild, ja, luftleeren Raum. Das britische Pfund scheint hier, und das insbesondere, wenn es unterhalb von 1,35 bleibt, insbesondere jetzt hier die Marke von 1,40 als klares Widerstandslevel zu definieren. Das heißt, unterhalb dieses Niveaus bleibt unter mittel- bis langfristigen Gesichtspunkten das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar ein ganz klarer Short. Und eine weitere Abwertungsphase scheint hier auf jeden Fall denkbar. Natürlich sind die Unsicherheiten, die wir hier aus Great Britain erfahren, im Sinne dessen, dass es hier noch nicht mal einen Antrag gibt, beziehungsweise überhaupt einen Plan, wie das ablaufen soll, gar keine Begünstigung. Das britische Pfund ist hier im Unsicherheitstaumel und das ist genau das, was sich hier auch im Währungspaar darstellt. Das britische Pfund wird also hier gemieden und es sieht eben so aus, als wären hier weitere Abgaben denkbar und da reden wir hier wirklich nochmal über Rückschläge in dem Bereich 1000, 1200 Pips. Die Marke von 1,20 kann sich hier vorsichtig anbieten. Das ist natürlich hier wirklich versuchsweise ein Support-Level, was sich hier sozusagen lokalisieren lässt. Zum einen haben wir hier die runde Hausnummer, die 1,20. Das ist auf jeden Fall ein Ziellevel. Und zum anderen haben wir hier die kleinen Spikes der Kerzen aus den 80er Jahren. Ich meine, das ist natürlich ferner liefen. Da hatten wir ganz andere geo- und finanzpolitische Gegebenheiten. Dennoch war das Preisniveau eben damals dieses. Und faktisch haben wir hier eine ganz, ganz wichtige langfristige Unterstützung aufgegeben beim britischen Pfund und hier auch noch nicht mal den Versuch gestartet, das Ganze zurückzuerobern. Und das ist eben das bittere Bild. Und letztlich enden wird hier wahrscheinlich noch nichts. Unterhalb, wie gesagt, von 1,40 bleibt der Bias definitiv short und unter mittel- bis langfristigen Punkten sogar dann hier das Niveau von 1,20 erstrebenswert. Und wenn wir uns das jetzt mal im kleineren Chart anschauen, dann sehen wir hier die ABCD-Struktur, auch hier das Tief aus 2008 im Bereich 1,35, was hier eben durchgesäbelt wurde. Und das ist jetzt letztlich, wir haben hier jetzt den Wochenchart, ein Level, welches als Widerstandsniveau dienen kann. Sofern von welchem Level auch immer hier eine Erholung startet, wäre das praktisch das erste Niveau, um Short-Überlegungen anzustellen, wenn es überhaupt so weit kommt. Ansonsten hier die Marke von 1,40 ganz klar, aber sollte es kurzfristig jetzt erstmal hier Erholungsschübe in dem Bereich von 1,35 geben, wäre das eine denkbare Option zwischen 1,35 und 1,40 dürfte, Schrägstrich, kann man auch weitere Short-Positionen aufbauen, nur eben unter langfristigen Gesichtspunkten über der 1,40 wird es dann doch schon wieder ein bisschen luftiger für das britische Pfund, aber Sie sehen auch von der ABCD-Wellenstruktur hier, dass das Preislevel hier eigentlich weiter gen Süden eingestimmt ist. Das sieht hier wirklich nicht gut aus und insofern bleibt hier der Bär im Vorteil beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar und das dürfte sich ebenso weit auch nicht ändern. Und wenn man hier die Short Trades sucht, dann scheint man hier auf der richtigen Seite zu sein. Wer noch nicht dabei ist, der muss eben hier sicherlich abwägen, ob man auf dem Niveau aktuell reingeht. Intraday natürlich immer, da ist alles möglich, aber mittelfristig sollte man hier erstmal abwarten, ob es hier ein Pullback gibt nach diesem Brexit-Event. Wenn der natürlich ausbleibt, ist es noch so übler, aber grundsätzlich hier die Zone von 1,35 bietet sich zum Beispiel eben als Widerstandslevel an. Hier diese Zone. Drehen wir es noch ein bisschen nach oben hier.
So der Bereich. Also wenn wir da Erholung sehen sollten, wäre das auf jeden Fall eine begünstigende Sache, um dann hier eben auf den Shortzug aufzuspringen. Tatsache ist, Sie haben es vielleicht zu Anfang auch schon gesehen, wir haben von der Saisonalität her eigentlich einen Rückenwind, also Rückenwind im Sinne bullischer Entwicklungen, positiver Preisentwicklung, sehen wir hier, dass wir jetzt kurzfristig schon noch schwächer geneigt sind, aber dann vom Juli ausgehend eine sehr, sehr dynamische, eine sehr, sehr bullische Phase vor uns haben, rein saisonal. Das ist wie gesagt kein Abziehbild, dass es sich so entwickeln könnte, aber es würde zumindest für eine temporäre Erholung in Kürze sprechen, die dann wiederum als Short-Einstieg genutzt werden könnte. Das britische Pfund also hier definitiv weiter auf der Südseite zu bevorzugen und ich denke, es dürfte eben auch hier weiter nach unten gehen und das eben auch mittelfristiger Natur. Die Unsicherheiten sind einfach dermaßen groß, dass sich das sicherlich noch lange auf das Währungspaar negativ auswirken wird und insofern muss man auch mit den Seasonal Trades ein bisschen aufpassen, wenn diese eben bullisch gestimmt sind, aber bärisch scheint mir hier auf jeden Fall eine gute Zugrichtung, um sozusagen hier mitzunehmen, was denn da kommen könnte. Also Erholung meines Erachtens bieten sich an, um hier Short-Engagements zu pflegen. Neue Tiefs, neue lokale Tiefs wären natürlich dann eine direkte Einladung. Allerdings unter hohen Schwankungen da immer schwierig, die Stops schön zu platzieren. Da empfiehlt sich hier die Average True Range als Alternative, um sozusagen die Schwankungsbreite ein Stück weit abzufedern in Sachen Stoppsetzung. Aber generell das Bild, wie gesagt, hier für das britische Pfund weiter short. Und das ist genau das Statement, was wir heute rüberbringen wollen. Und insofern drücke ich Ihnen die Daumen bei all Ihren Investments. Und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder in alter Stärke und neuer Frische. Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss, bis morgen.